Meg? Covid hin oder her. An diesem Sonntag werden die Oscars verliehen und wir werfen einen Blick auf die 8 Kandidaten, die es in die Königsklasse Bester Film geschafft haben. Trotz geschlossener Kinos, dafür per Online-Streaming auf einschlägigen Plattformen. Spitzenreiter mit 10 Nominierungen ist Mank von David Fincher. Ein Oscar könnte an Hauptdarsteller Gary Oldman gehen. Niemand konnte die diesjährigen Bewerber im Kino sehen, sagt der Filmhistoriker Jonathan Kunz. Dabei hat Hollywood in der Vergangenheit den Kinobesuch als ein kollektives Erlebnis gefeiert. Etwas, das man mit einer Gruppe von Menschen teilt, gemeinsam lacht, weint oder vor Angst zittert. In diesem Jahr gibt es nichts davon. Kinofilme aus den USA sind ein ganz anderes Kaliber. Es ist nicht mehr Hollywood. Streamingdienste dominieren. Auf Mank folgt ein solides Mittelfeld mit jeweils 6 Nominierungen, wie das Rockmusikdrama Sound of Metal. Ebenso das Drama The Father. Immerhin mit Leinwandveteran Anthony Hopkins und der erstklassigen Olivia Colman. Auch die Filmbiografie Judas and the Black Messiah hat 6 Oscar-Chancen. Und das Drama Minari, wo wir Wurzeln schlagen, über eine koreanisch-amerikanische Familie. Auch Nomadland von der in Peking geborenen Filmemacherin Chloe Zhao hat 6 Nominierungen, darunter für die beste Regie. Für viele der Favorit in der diesjährigen Filmauswahl, die deutlich vielfältiger ist als in der Vergangenheit. Es gibt neue Prioritäten politischer Natur. Hollywood oder zumindest die Academy hat deutlich Stellung bezogen. Und es scheint mir, dass mehr über die politische Linie gesprochen wird, als darüber, wie erfolgreich und beliebt die Filme sind. Ebenfalls 6-mal nominiert ist The Trial of the Chicago 7 mit Sacha Baron Cohen und Eddie Redmayne. Die Britin Emerald Fennell darf sich über 5 Nominierungen freuen für die Thriller-Komödie Promising Young Woman. I'm a nice guy. Are you? Der Däne Thomas Vinterberg hat mit seinem vielfach ausgezeichneten Streifen Der Rausch 2 Nominierungen ergattert. Beste Regie und bester internationaler Film.